heiße Christiane Schneider, ich bin 17 und ich komme aus dem Süden von Baden-Württemberg. Und ich bin eben für diese 3 Wochen bei dem Paschkurs als Praktikantin hier. Christiane ist eine von 3 Schülerpraktikantinnen beim Pasch-Sommerkurs. Gemeinsam unterstützen sie das Organisationsteam, das sich um die Jugendlichen aus der ganzen Welt kümmert. Christiane hat durch einen Schüleraustausch von diesem Projekt erfahren. Meine Schule hat seit letztem Schuljahr eine Partnerschule in Thailand, in Bangkok. Und ich war im Januar in Thailand. Der pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz fördert solche Schulpartnerschaften und den Schüleraustausch. Denn in unserer globalisierten Welt wird interkulturelle Kompetenz immer wichtiger. Durch solche Projekte wie das Paschcamp lernen wir einfach die anderen Kulturen oder die anderen Menschen auf der Welt auch kennen. Ich finde es auch deshalb total bereichernd, weil man weiß, wie der andere tickt, wie der andere sich verhält. Für alle hier gilt es, die anfänglichen Hürden zwischen den Kulturen und fremden Lebensweisen zu überwinden und die anderen besser kennenzulernen. Am Ende dieser spannenden Zeit steht die Erkenntnis, die Bedürfnisse ähneln sich. Weltweit. Wir haben alle die gleichen Wünsche. Wir möchten alle eine sichere Zukunft haben. Wir möchten alle unsere Freunde und unsere Familie glücklich haben. Und deshalb, also das finde ich am meisten faszinierend, dass wir alle unterschiedlich und trotzdem total gleich sind. So können nicht nur die Stipendiaten, sondern auch die Praktikanten von der Vielfalt der Kulturen profitieren. Und zusammen verbringen sie eine ereignisreiche Zeit. Die deutsche Sprache verbindet sie alle. Mich hat vor ein paar Tagen ein Lehrer aus dem Senegal angesprochen, der mich gefragt hat, ob ich nicht nächstes Jahr gerne nach meinem Abi ein Jahr lang in Senegal kommen möchte und dort ihm helfen möchte. Und das war mir davor gar nicht so klar, dass das so ein ganzes Netzwerk eigentlich ist. Das weltweite Pasch-Netzwerk bietet auch Deutschen viele Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. So können Schulabsolventen und Studierende beim Kulturweit-Freiwilligendienst oder während eines Praktikums an einer Pasch-Schule eigene Auslandserfahrungen sammeln. Ich finde es eine total tolle Erfahrung. Es nimmt mir auch meine Angst, dass ich jetzt irgendwo in die weite Welt gehen kann oder zum Beispiel sowas wie mit dem Senegal, dass ich da ein Jahr lang hingehe oder so, das hätte ich mir davor gar nicht vorstellen können, weil ich einfach gedacht hätte, was ist denn das für ein Land, wie leben da die Menschen, aber jetzt kann ich es mir viel besser vorstellen. Und so steht Christiane eine spannende Zeit bevor, in der sie durch das Pasch-Programm die unterschiedlichsten Menschen, Länder und Traditionen kennenlernen wird.